Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es immer wieder ein Kuchenrezept und ich möchte euch zeigen, wie ich diesen super leckeren und einfachen Schokokuchen mit Quarkmasse gebacken habe. Man sagt auch einen Kuchen mit einem Gitternetz oder ihr habt es auch schon gesehen, Leopardenkuchen. Ja, auf jeden Fall sieht das nett aus mit dem Muster. Ist ganz einfach gemacht. Und ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ich den gemacht habe, bleibt einfach dabei. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Los geht's mit den Zutaten. Für den Rührteig benötigen wir 4 Eier der Größe M, die haben jetzt Raumtemperatur, 140 Gramm Zucker, 100 Gramm Sonnenblumenöl, 160 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 2 Teelöffel Backpulver, 30 Gramm Backkakao, 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Für die Quarkmasse benötigen wir 250 Gramm Speisequark, der hat jetzt 40% Fett, 60 Gramm Speisestärke, ein Ei der Größe M, 50 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Den Backofen heize ich gleich vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, ich starte mit der Quarkmasse. Dafür gebe ich jetzt alle Zutaten in die Schüssel und verrühre die Masse mit einem Schneebesen. Ist jetzt gut verrührt und jetzt möchte ich die noch in einen Spritzbeutel geben. Dafür habe ich jetzt einen Spritzbeutel vorbereitet und eine Lochthülle eingesetzt. Also die ist jetzt nicht ganz groß und nicht ganz klein. Die genaue Maße schreibe ich euch unten in die Infobox und jetzt möchte ich die ganze Masse hier reinfüllen. Setze aber hier jetzt erstmal einen Stopper, sonst geht mir die ganze Flüssigkeit raus. Dafür nehme ich einfach so eine Verschlussklammer. Drückst zu und so kommt dann die Flüssigkeit nicht unten raus. Irgendein Becher, was ihr so zu Hause habt, oder ja, ein Glas. Und dann gebt ihr die Masse einfach in den Spritzbeutel hinein. Die Quarkmasse ist jetzt gut abgefüllt. Da kann unten auch nichts rauslaufen. Und jetzt stelle ich sie zur Seite und stelle jetzt einfach mal den Rührteig her. So, meine Küchenmaschine habe ich wieder vorbereitet und den Schneebesen eingesetzt. Wenn ihr mit dem Handrührgerät arbeitet, setzt ihr natürlich auch die Schneebesen ein. Zuerst schlage ich die Eier mit dem Zucker ca. 5 Minuten schön schaumig auf. Meine Eizuckermasse ist jetzt schön aufgeschlagen, schön schaumig und jetzt gebe ich noch Salz und Öl dazu. Und verrühre es nochmal miteinander, ganz kurz. So lange, bis sich die Zutaten miteinander verbunden haben. Jetzt kommen noch die trockenen Zutaten. Die verrühre ich erstmal alle miteinander. Und siebe die trockenen Zutaten zur Masse dazu. Ich habe die Küchenmaschine weggetan, weil ich jetzt das nur noch unterheben werde, entweder mit dem Schneebesen oder mit dem Teigschaber. Aber ganz wichtig ist das Sieben, weil natürlich die Backkakao hat ein bisschen Klümpchen und dass auch alles schön untergehoben wird, siebt man das am besten. Der Teig ist jetzt fertig, zubereitet und wenn euer Teig dann so aussieht, dann seid ihr auch schon fertig. Ich habe eine Backform vorbereitet, da habe ich Backpapier eingelegt und wenn ihr das aber nicht mit Backpapier machen wollt, dann wichtig ist ganz gut mit Butter einfetten, ein bisschen bemehlen, damit der Kuchen sich nachher besser lösen lässt. Meine Backform hat jetzt eine Größe von 28 auf 19 cm. Damit es nicht, also wenn man ein größeres Blech hat, wird es natürlich etwas flacher und bei meinem Kuchen wird es jetzt etwas höher, also dicker und ja, je nachdem, was ihr da habt.
Jetzt gebe ich den Teig in die Backform hinein und verstreiche es schön glatt. Jetzt schön glatt gestrichen und das sind jetzt ganz viele Luftbläschen. Dann nehme ich einfach die Form und klopfe zwei, dreimal auf die Arbeitsfläche. So platzen sie dann auf. So, das war's auch schon. Und jetzt kommt zum Schluss noch die Quarkmasse darüber, die ich ja schon vorher vorbereitet habe. Die Masse möchte ich jetzt am Rand entlang reinspritzen und dann mache ich so ein Gitternetz. Löse ich natürlich die untere Klappe. Um die Masse komplett aus dem Spritzbeutel rauszudrücken, muss ich jetzt erstmal mit einer Teigkarte die ganze Masse nach unten drücken und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Die Quarkmasse hat gerade so gereicht und jetzt kommt der Kuchen in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 Minuten. Ihr wisst ja, jeder Backofen backt anders, deshalb immer wieder reinschauen in den Backofen und auch mit der Stäbchenprobe wisst ihr dann, wenn es soweit ist, ob der Kuchen fertig ist. Mein Kuchen ist jetzt fertig gebacken, er war jetzt 35 Minuten im Backofen und ich habe auch die Stäbchenprobe gemacht und da ist nichts mehr hängen geblieben. Den Kuchen lasse ich jetzt auf dem Kuchengitter komplett auskühlen, bevor ich ihn dann aus der Backform löse. So, der Kuchen ist jetzt etwas kälter geworden. Das heißt, ich kann ihn jetzt so langsam aus der Backform lösen. Dann nehmt ihr einfach ein Messer und fahrt am Rand entlang. Vorsichtig die Backform öffnen. Und unten den Boden auch noch rausnehmen, damit Luft unten reinkommt und der Kuchen komplett auskühlen kann. Das ist der Vorteil, wenn man Backpapier drunter hat. Man zieht es einfach weg und so kann er dann komplett hier auskühlen. Den gekühlten Kuchen habe ich jetzt dann auf eine Kuchenplatte gegeben und jetzt möchte ich ihn anschneiden, damit ihr den Anschnitt noch seht. So, jetzt möchte ich euch den Anschnitt noch aus der Nähe zeigen. Das Muster sieht ganz toll aus, auch im Anschnitt. Wirklich schön. Und ja, das ist wie gesagt ein Kuchen mit einem Gitternetz oder Leopardenkuchen. Ich habe einfach Schokokuchen mit Quarkmasse genannt. Sieht auf jeden Fall nett aus, ist mal was anderes und ja, ist auch schnell gemacht. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Rezept ausprobiert, ihr mir Bilder schickt und Kommentare schreibt. Jeden Donnerstag kommen neue Videos von mir, die ich rechtzeitig ankündige, auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, geht gleich auf Abonnieren, das ist kostenlos, und aktiviert auch gleich die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.